Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Splinter Cell, ich meine Assassin's Creed Origins. Wir sind hier weiter sneaky unterwegs auf dem Weg zur königlichen, auf dem Weg zur Kammer des königlichen Schreibers, so rum. Und ja, wir klettern jetzt hier erstmal über die Dächer, weil hier sind keine Wachen. Wer sieht mich denn hier? Hey! Was? Wo denn? Wo ist denn da einer? Seid doch doof, seid ihr. So weit könnt ihr gar nicht gucken. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Ja, wer weiß jetzt schon, ne? Ich glaube nicht, dass es sicher ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier irgendwann jemand kommt und einen Attentat macht. Gut, dass hier überall diese Seile hängen zwischen den Dächern. Ist für mich die Option, überall rüber zu gehen. Hat der Architekt clevererweise dran gedacht. Falls irgendwer mal jemand einen Attentat machen will. Perfekt. So, mal gucken, ob jetzt hier auch noch idealerweise irgendwo ein Fenster offen ist. Das wäre ein richtiger Traum. Hier nicht. Kletter mal down. Ah, da vorne kann ich reingehen. Geil. Welch ein Zufall. Oh. Kann ich mich irgendwo verstecken? Nee. Natürlich nicht. Wo ist denn die Treppe? Da. So. Sneaken wir uns hier erstmal durch. Ach, hier ist ja gar keiner. Ich muss das Gebiet untersuchen. Wow. Interagieren. Sieht wichtig. Sieht wichtig aus. Aha, ein Gegenstand für die Interaktion. Verschlossen. Ist gut, das sind die Gemächer. Ja. So, eine Leiter, die umgefallen ist. Hm. Oh mein Gott, was ist hier geschehen? Ja, was brauche ich denn? Kann mir das mal einer sagen? Okay, Untersuchungsgebiet verlassen. Kann ich hier noch irgendwas nehmen? Nö. Sieht wichtig aus. Ach komm, hör auf. Muss ich mir das bis zum Ende hier angucken? Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Ja. Mehr passiert da nicht. Cool. So, gucken wir uns das Ding nochmal an. Eine Leiter. Hm. Wow. Da oben. Clever. Vielleicht ein Schlüssel? Nee. Von hier aus kombinieren. Von hier aus kombinieren. Na komm, du hast mir eben schon das Dreieck angezeigt. Ah, ein Schlüssel. Tada! Das war ja nice gemacht. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Mach's doch noch lauter. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Verrückt. Der kommt jetzt wahrscheinlich auch um die Ecke. Ein doppelter Boden. Meine Güte. Noch mehr Papyri. Guck sie dir da an, wenn du draußen bist. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva,
Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Wow. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Mein Gott! Das kommt überraschend. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort wird Naked Earded Eudorus töten. Sind wir jetzt hier offen? Erreiche das Badehaus. Na gut, machen wir das. Gucken wir uns erstmal auf der Karte an. Wo ist das? Wo ist denn das Badehaus? Da! Direkt in der Mitte. Okay, wir laufen natürlich. Wir machen das jetzt nicht hier so cheaterig und machen hier Schnellreise. Nein. Wir gucken uns hier schön die Map an. Ubisoft hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Das muss man auch mal genießen. Müssen aber hier erstmal raus. Na komm. Lass dich fallen, Alter. Neue Danke. Berichte aus den Provinzen. Kleopatra scheint militärische Unterstützung zu bekommen. Das ist ja verrückt. Warum? Die Steuern aus der Region gießen. Oh. Das war's. Sterben. Na toll. Warum denn? Ich mache hier nur Parcours, Alter. Mehr ist es nicht. Hätte mir auch einer sagen können, dass ich hier immer noch im Palast bin. Boah, ist die Tür der Dicken? Hi, hi. Hey, was? Sie interessiert sich gar nicht dafür, wa? Oh, doch, er interessiert sich dafür. Es ist ruhig heute. Ja! Wusstest du es nicht? Iudo? Es war gerade ein Attentäter vorbeigelaufen, egal. Es ist ruhig hier heute. Ja, finde ich auch. Das stimmt. Gerade mal von Alexander das Große so episch, dass es gleich ruckelt. Ist das ein Zebrastreifen oder was? Ist ja auch geil, ey. Ey, ich habe hier keine Zeit für die STVO. Ich muss zum Badehaus. Schöne Runde schwimmen gehen. Bewegung! Los! So. Ab ins Badehaus. Ich habe leider keine Badehose mit. Ich hoffe, ich komme trotzdem rein. Die sollen mal nicht so korinthenkackerig raus sein für dich. Alter, was vibriert mein Controller hier so? Das ist ja verrückt. Wow. Oh ja, ganz nackig. Arresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein, ich liebe es. Wieso darf denn hier einer mit Pfeil und Bogen rein? Allein das Gebäude ist die Reise wert. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Richtige Decke an. Einfach göttlich. Einfach göttlich, ich weiß. Darf ich da... Halt! Bleib stehen! Was ist denn los mit euch hier? Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Bietest du mir gerade deinen Körper an? Danke, aber keine Bedürfnisse. Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Nö, alles cool, Alter. Tolle Meier ist ein willloser Schwächling. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja. Und so komme ich ran. Meine Haut. Deine Haut ist gleich vorbei.
Motherfucker. Ich hab ihn schon erstochen. Das kriegen die anderen sicherlich mit. Oh, scheiße. Und ich habe meine versteckte Klinge gar nicht dabei. Nice. Cooler Move. Eigentlich bin ich schon mit dem wieder runtergesprungen. Oh, fuck, das war der Finger. Tja. So ist das bei denen. Der Ringfinger muss dran glauben. So war das auch schon bei Ezio. Und Alter, ihr. Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du bist ein scheiß Typ, Alter. Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Mhm. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis! Erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Es ist schon echt blutig dargestellt, muss man sagen. Also da haben sie ein bisschen übertrieben für dich. Der Herr der Duat erwartet dich. So, darf ich jetzt entkommen wenigstens? Oder ist jetzt wieder Cutscene und ich bin draußen? Hey, wow. Endlich mal. Hat er da irgendwas, was ich looten kann? Nö. Warte. Doch, irgendwas stand noch hier. Ach, ich kann ihn tragen. Warum soll ich ihn denn tragen? Die Leute haben das voll gesehen, wie ich ihn getötet habe. Oh, oh. Komm ich hier lang? Nee. Verdammt. Du bist kein schöner Anblick. Und wie? Geh mal hier lang. So. Richtig schön sneakerig hier. Was gefunden? Nö. Alles cool, Leute. Leute, ich brauche Hilfe. Hier ist ein Toter und ein abgetrennter Ringfinger. Hi. Hey, was? Was denn? Ich laufe nur ein bisschen schneller. Was? Tschüss. Immerhin war ich schnell genug. Oh, ja, schön die Wunde. Oh, geil. Das musste unbedingt noch gezeigt werden, wa? Schon hat er seine Klamotten wieder an. Yeah, geil. Wir haben eine Bademontur bekommen. Und wir sind Level 12. Nice. Wir werden mal noch einen Fähigkeitspunkt verteilen, wa? So, was haben wir denn zur Verfügung? Da brauche ich zwei für. Da brauche ich zwei für. Zwei. Ah, den kann ich mir noch holen. Zwei. Ein. Verdoppelt den Schaden deiner Höchstleistungs-EP. Okay. Machen wir. So. Was können wir denn als nächstes machen? Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Dem Quest würde ich sagen, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Finde und töte den oder die Schuldigen. Ach, das ist das, wenn jemand anderes getötet wird, wa? Nice, das ist cool. So, was gibt's denn als nächstes für eine... die Ziele. Die Schlange haben wir. Den Ibis haben wir auch. Kommt noch der Widder, der Geier und der Reiher. Oder sind die alle schon tot? Ne, der ist auch schon tot hier. Ja, wer weiß, wer alles noch kommt. So. Hauptquest.
Eier haben wir doch jetzt. Egal, was soll's. Gut, liebe Leute, das soll's gewesen sein für heute. Ich werde jetzt wieder ein bisschen leveln. Und ja, in der nächsten Episode machen wir weiter mit der Hauptstory. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge Assassin's Creed Origins.